Moin, hallo, servus, welcome back to the channel. It is Mace, best host on the West Coast. Look at this guy, he's got his True North Roots Canada shirt on. This guy's awesome. Are these Canadians or Germans? Let's see. This is what Germans think about Canada. Let's check it out and I'll give my own personal perspective on it. Everybody has a different perspective, everybody has different thoughts, opinions, and I try to share those with you. All right, let's check this out. She's saying, hello people, today we're in Berlin. And she's going to be standing with a couple are these Canadians or Germans? Let's just get to the video. Stop mumbling. Leute, wir sind heute in Berlin und bei uns sind Abby und Lukas. Sie kommen von der University of Toronto in Kanada. Und das ist die Hymne von Kanada. Oh, Canada. Und so weiter. Okay, so they're on vacation from U of T or they're Canadians, I guess. Wir fragen heute Leute in Berlin, was sie über Kanada denken. Los geht's! Or are they international students? Was denken Sie über Kanada? Okay. Über Kanada? Kanada ist groß, hat viel Natur. Canada is large, one of the largest countries in the world, and we do have a lot of nature. Luckily, that's like one of the top. That's one of the top attractive things about where I live is you can be at the ocean in 2 minutes. You can be deep in the forest in 2 minutes. Maybe not 2 minutes. Call it in 5 minutes, I can be at the ocean. In 20 minutes, I can be deep in the forest at a river. And in an hour, I can be at the top of a mountain. Like, there's a lot of great nature and who knows what you're going to see, right? Kanada, denke ich, dass es da viel Wald gibt, viele Holzfäller. Sehr entspannt. Lots of lumberjacks. Very relaxed, yeah. I feel like we're pretty chill overall, especially in the smaller towns. Like, the hustle and bustle in the city, that can get a bit impersonal, but... Das Leben. Was denken Sie über Kanada? Kanada? Kanada. Da ist es kalt. Kalt? Ja, sehr kalt. Ja. Aber ich denke mir, landschaftlich ist Kanada eine große Herausforderung, ein großes Flächenland. Mit einer zweisprachigen Bevölkerung, Französisch und Englisch. Also ich finde Kanada ist ein total tolles Land. Ich war ein Jahr im Ausland dort und habe es sehr genossen. Das hat mir sehr gefallen. Es ist super schön dort. Ich mag den Premierminister, Trudeau. Der wirkt sehr sympathisch. Lea? Schönes Land, viel Natur. Du warst ja schon da. Ja. It's gonna get a lot of Canadians angry, liking Trudeau. Sympathisch. Lea? Schönes Land, viel Natur. Du warst ja schon da. Ne? Ja, ja, ich war einmal da. Ich war vor Jahren einmal in Kanada mit im Dienstlichen und habe dort Kanada besucht und habe Kanada als weites Land mit einer tollen Wolkenlandschaft, weil die Wolken sehr hoch über Kanada hinwegziehen. Mhm. Und das war sehr erhabend und das hat mir sehr gefallen. Wow. Kanada ist ein wunderschönes Land. Ich war da vor 30 Jahren. Wenn ich den Mut gehabt hätte zum Auswandern, das wäre mein Land gewesen. Wow. Sehr schönes Land, sehr viel Natur. Mm-hmm. Yeah. I think I mentioned before, but years ago I worked at the airport or in airports in the aviation industry. And I would often see Germans coming in. They're always so polite, so nice, just really inquisitive and curious. And they would ask questions, some of them. But yeah, always very polite, kind of nondescript. You know, very, they seemed quite humble, like the ones that I came across a few times. Just trying to give them a little bit of help, like if they're flying in to, and we were in a small town at that time, and giving them some help with like transportation and getting to where they need to go. Usually have a trip booked, stuff like that. Ja, würden wir gerne mal hinfahren zum Urlaub. Oh, cool. Also was ich in Erinnerung habe, ewig lange Straßen durch Wälder, 1000 Mücken um einen herum. Man hofft, dass man einen Bären sieht und sieht keinen, aber hat mir gut gefallen, nette Leute. Aber war wunderschön. Wir sind 4 Wochen mit dem Wohnmobil durchs Land gezogen. Es war herrlich. Also ich würde es wieder machen, aber mein Mann, haben Sie ja gehört, der will ja gar nicht dahin. Was erzählt man sich über Kanada? Riesige Landschaften, schöne Natur, nette Menschen. Mhm. Also so Stereotypen gibt es schon viele, so dass es Bären gibt und sowas, aber es ist eigentlich nicht so. Ich finde, die Leute sind sehr nett. Mhm. Ich mag es einfach, sehr offen, sehr nett.
und immer so für einen da, sehr freundlich. Was für ein Bild hat man in Deutschland von Kanada? Ich glaube, ein ganz entspanntes. Ja? Ja. Auch politisch entspanntes, ja, weil man natürlich die USA, glaube ich ja, einfach durch den Präsidenten natürlich Wahrnehmung erzeugen ist. Herr Trudeau in Kanada, glaube ich, ein junger, dynamischer. Yeah, I feel like social media and just all of these social media platforms have kind of allowed American politics to kind of infuse itself a little bit to some fringe northern, just some politics. Like, you'll still get people that are very, they look through everything, they look through the lens of everything like American, so they consume a lot of American media, even though they should focus on Canadian issues, but that can be an area of frustration sometimes, I think. A lot of common ground seems to be that the people have mentioning our landscapes and our nature, wide open spaces and all of that. So it's good. Aber sehr positiver Mensch, und deswegen, ich glaube, das ist so das Bild, was man vielleicht wahrnimmt. Ja, dass da, glaube ich, Toleranz ist, politisch ein System, was Europa bekannt ist, also dass man Demokratie hat, demokratische Regeln und dass man sich als Bevölkerung quasi miteinander vereinbart. Und was sind die Unterschiede zwischen Deutschland und Kanada? Naja, Deutschland ist in Europa und Deutschland hat eine europäische Kultur. Kanada liegt in Nordamerika. Da sind sehr viele Einwanderer hingekommen und somit ist auch natürlich die Natur und die Kultur eine andere. Und so stellt sich das auch dann in der Gesellschaft dar. Ich glaube, Kanadier sind deutlich gechillter. Also, Deutsche sind sehr steif und dort alles war so entspannt, es war schön, ja. Ich denke, die Leute sind freundlicher. Dieses eine Klischee, was es zum Beispiel gibt, dass die Leute in Kanada, wenn sie aus dem Bus aussteigen, dass sie sich bedanken bei dem Busfahrer. Echt? Mann? Ja, echt. Yeah, we do. It's just a natural thing. I don't know, for me, if I'm getting off the bus, I thank you. Like, I don't know, I find myself always thinking of other people, and then I'll be like, oh, maybe I can make that person's day better for a couple seconds, right? Or just that little bit of friendliness. I feel it can go a long way collectively. As long as it's genuine, like, not thanks. Also steigen aus, danke schön. Und hier freut man sich, wenn der Busfahrer einen nicht dumm anmotzt. Ja, schon mal auf Berlin. Und haben Sie etwas Negatives schon über Kanada gehört? Nein, eigentlich nicht. Kanada ist ein Land mit zwei Sprachen. Mhm. Einmal Französisch, einmal Englisch. Und genau. Da gibt es manchmal schon Differenzen und Spannungen. Okay. Aber im Großen und Ganzen ist Kanada schon ein sehr demokratisches und weltoffenes Land. Also, haben Sie etwas Negatives gehört über Kanada? Nein. Nein? Okay. Nicht wirklich, nein. Negativ tatsächlich noch gar nicht. Bisher berichten alle Freunde, die in Toronto waren oder so, sehr positiv. Naja, noch nie. Fällt mir im Moment nichts ein. Ne? Nee. Nee. Auch von früher her nicht. Nee. Das ist spannend, oder? Das ist nämlich meine Theorie, die ich aufgestellt habe, dass wenn was Negatives passiert, nimmt man das in Deutschland gar nicht wahr. Und wenn was Positives passiert, wird es gefeiert. Naja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, das Negative sehen Sie ja gerade mit der Veränderung der USA, dass das schon wahrgenommen wird. Aber mir ist jetzt persönlich nichts bekannt, was ich mit Kanada und mit einem negativen Momentum verbinde. Spannend. Ich höre auch immer nur, dass die Leute nett sein sollen. Das ist so das Klischee, aber es ist ja ein positives Klischee von Kanada und sonst. Negatives eigentlich nicht. Noch nie in deinem. Nee, ich glaube wirklich, über Kanadier gibt es kaum schlechte, negative Vorurteile, oder? Ich denke, Kanada spielt in der deutschen großen Öffentlichkeit eine untergeordnete Rolle. Nach meiner Erfahrung ist es eigentlich kein Thema in Deutschland. Leider. Vielleicht. Abby und Lukas, bisher... Nothing negative? Not one thing? Come on. Lay it on the Canadians. That was Pesky Canadians. Haben wir ja noch nichts Negatives über Kanada gehört. Es gibt so einen Mythos in Deutschland, dass... Blame Canada! Blame Canada! Dass alles gut Blame ist. Canada. Stimmt das?
nicht so, weil es kann sehr kalt sein in der Winter in Kanada. Und ja. Depends where you are, right? I'm in a very temperate part of Canada, the most temperate part of Canada. So winter's not cold, it's just rainy. So that's a negative. It's rainy in the winter. Oh well, put on a raincoat. Yeah, I don't do that. Alberta and the prairies, Saskatoon, minus 40, minus 50. Nah, I'm good. So in Saskatoon, can it negative 50 or 40 sein? 50 or 40 Grad? Das und sind echte Probleme. Ja, das sind echte Probleme. Und dann gibt es auch viele soziale Probleme. Ja. Zum Beispiel die Behandlung, First Nations? Behandlungen mit dem Ureinwohner. Ureinwohner, ja, der Ureinwohner. Darüber hört man in Deutschland nichts. Man denkt, dass ihr ein super gerechtes Land seid, wo es keine sozialen Probleme gibt und mit Einwanderung läuft alles super. Das ist nicht so? Nicht so. Vielleicht im Vergleich von den USA. Wir sind schon friedlich und so freundlich oder etwas. Aber wenn du genauso so wirklich in Kanada bist, dann erlebst du etwas so, die genau. Also ihr seid schon ein fortschrittliches Land, aber perfekt ist trotzdem nicht alles. Yeah, you know. That's just a reality. No country is going to be perfect, right? Lukas, stimmst du zu? Ja, ich stimme dazu. Das war unser Video über Kanada. Wir haben nichts Negatives gehört über Kanada. Oh, Kanada. Wenn ihr noch Übungen bekommen möchtet zu diesem Video, dann werdet ein Patron. Und wenn ihr mehr Videos sehen möchtet, dann cool. So it was overall painted a pretty good picture, and I mean a lot of like kind of stereotypical, not stereotypical, but like, oh, Canadians are friendly and stuff. But the thing is, you get bad people everywhere. In every country you're gonna have just terrible people walking around. The young lady here kind of explained at the end of some of the negative things that she could just mention off the top of her head in Canada's history, specifically obviously the treatment of Indigenous peoples, so First Nations. A lot of bad stuff there with residential schools, treatments of the kids and just their social structures were kind of decimated and treated pretty badly, land taken from them, treaties not honored, not signed, not dealt with properly, just a lot of stuff like that. Canada's immigration policies are pretty open. I feel like obviously we've had a lot of immigration the last decade or so, and there's always foreigners coming to Canada, and yeah, I feel like we are pretty, on the most part, open country. The pandemic definitely brought about a lot of nastiness, a lot of division, but I think it did that everywhere to a degree, so is what it is. All right, and then this upcoming American election, there we go, right? People get divided about that. They want to talk about that all the time. So, other than that, we just like our hockey, beer. That's it. All right.